Ja, liebe Zuschauer von Avia TV, das Duo Sigmund Thiele ist nur noch sporadisch zu sehen. Das heißt aber nicht, dass es von der Bildfläche verschwunden ist. Gerd, zuletzt haben wir uns, glaube ich, bei dir auf dem Weihnachtsmarkt in deiner Hütte unterhalten. Und jetzt haben wir uns gedacht, okay, zwei Drittel der Saison sind eigentlich schon vorbei. Und jetzt sollte man mal ein kleines Fazit ziehen, wie das aus deiner Sicht ausfällt, wie es aus meiner Sicht ausfällt. Also es gab ja wohl in der Saison so ein paar Wellen, wo man gedacht hat, nanu, was ist denn hier los, wenn ich zuerst an die Slowenen denke, wenn ich an die Österreicher denke. Woran denkst du in erster Linie an Richard Freitag? Das schon, ja. Aber in erster Linie derzeit ja schon an Olympia, ist ja nicht mehr weit weg. Ja, ja. Ansonsten, daran denke ich schon, weil das natürlich den Schatten vorauswirft. Alles andere ist ja schon in der Vergangenheit, aber da gab es natürlich einiges Erwartetes oder auch einiges Unerwartetes. Ich gebe dir mal ein paar Stichworte. Mhm. Etwas unerwartet, das haben wir sicher auch schon angeführt, kam die Leistungsexplosion von Richard Freitag, wenn wir Bezug nehmen, Klingenthal im Frühherbst. Was da passiert ist, das kann nur ein Experte erklären. Naja, vielleicht kann es der Experte auch gar nicht so erklären, denn manche Sachen im Skispringen sind vielleicht gar nicht so zu erklären. Aber ich habe es schon öfter mal gesagt, also ich sehe es immer vergleichsweise mit so einem 1000-Teile-Puzzle oder einem Mosaik, wo vielleicht 3-4 Steine nicht passen, dann stimmt das Gesamtbild nicht. Und diese 3-4 Steine, die vielleicht gefehlt haben in dem Bezug auf Richard Freitag, die passen jetzt. Und das spiegelt sich dann eben in der Leistung wieder. Das natürlich, dass jetzt bis zu einem gelben Trikot geht, bis zur Einzelmedaille beim Skifliegen. Gut, dass der Sturz dazu kam in Innsbruck, das war nicht geplant. Aber dass er so wieder in Form ist oder das weggesteckt hat, das kann man auch nicht planen. Aber er hat sich in die Form gebracht, um darauf auf dem Level zu springen. Und das ist sehr schön zu sehen. Manchmal muss man vielleicht auch die Farben wechseln von Aquarell auf Öl. Ich weiß es nicht. Aber die Slowenen, ich habe zu Beginn der Saison gedacht, na, mein lieber Herr Gesamtverein, das kann ja heiter werden mit der Truppe. Und da vor allem kommen die auch wieder in Schuss. Ist ja nicht nur Seminic, sondern ist ja auch Peter Preutz, der auf leisen Sohlen nach vorne kommt. Also Olympia vor der Tür, auch da ist was möglich. Zum Beispiel auch vergessen, weil es ganz am Anfang war, Jani Damja hat ja ganz bestimmt überraschend einen Weltcup in Kuusamo gewonnen. Und dann hat man es natürlich auch geschafft, die beiden Jungen, Timi Seitsch und Thielen Barthol, einzubauen in das Team. Sie konnten sich dort entwickeln und andere haben Nachsehen, wie Juri Tepesch oder Robert Kranjec, fahren nicht mit zu Olympia, müssen sich hinten anstellen, Kontinentalcup springen. Auch da sind sie zwar vorne dabei, aber Olympia, haben wir, ja, wie wir jetzt wissen, sehen sie auch nur im Fernsehen. Und das ist ein bisschen überraschend. Und wenn du vielleicht darauf anspielst, aufs Skifliegen, kann mich noch daran erinnern, ich bin mit der Familie Freitag hintergefahren und haben auch so diskutiert, naja, ich sage, wenn man Slowenien gerade beim Skifliegen abschreibt, dann haben wir ja gesehen, was rauskommt. Und das haben sie bravourös gemacht. Und so ein Erfolg gibt natürlich dann auch für die Großschanzenspringen genügend Selbstvertrauen. Gerd, vielleicht sollten wir den Zuschauern auch mal eine Steigbügelhilfe geben und erinnern, was auch in anderen Mannschaften schon passiert ist. Von den Deutschen, das haben wir gesagt, Hannawald, Schmidt, Uhrmann vielleicht, dann kam eine Durststrecke. So. Bei den Österreichern war es noch gravierender. Wir wissen alle, was die bei der Vierschanzentournee angestellt haben. Die Schlierensauer, die Morgensterns, die Leutzl, die Kofler. Ist das vielleicht auch normal, dass jetzt mal so ein Bruch kommt? Ja, also Auch die Norweger hatten ja mal 2 oder 3 Jahre eine Flaute. Also viele Mannschaften. Klar, es ist natürlich so, genau die du gerade angesprochen hast, ein paar haben aufgehört, sind nicht mehr dabei. Koch zum Beispiel. Martin Koch, ja, sagen wir, bis auf Gregor Schlierenzauer, von denen, die du angesprochen hast, alle aufgehört. Oder Andreas Kofler ist eben gesundheitlich nicht in der Lage, die Leistung abzurufen. Und sie sind eben leider nicht in der glücklichen Situation, dass sie diese Top-Leute in kurzer Zeit ersetzen können. Also sind natürlich mit einem Clemens Aigner zum Beispiel, der auch die Olympia-Qualifikation geschafft hat, Leute dabei, aber sie sind eben nicht ganz vorn dabei. Ja. Und wenn ein Stefan Kraft, also ein Michi Heiberg, hatte halt die Probleme mit dem dem Bänderriss in der Vorbereitung, da lief es nicht so rein. Sie haben derzeit eben nur einen Stefan Kraft, der ja nicht schlecht ist, aber nicht auf dem Niveau springt wie im letzten Jahr. Ich meine, er war auf dem Podest, er war Vierter, Fünfter. Das sind ja keine schlechten Ergebnisse. Nur wenn er mal nicht funktioniert, der Stefan, dann deckt es natürlich alles auf. Aber
Ja, es ist wahrscheinlich so, dass es wie ein Wellental ist. Man war sehr lange oben, man hat die Messlatte extrem hochgelegt mit den Erfolgen. Die österreichischen Fans sind natürlich erfolgsverwöhnt und ja, irgendwann ist mal so ein Bruch da. Und da kann man nur die Daumen drücken, dass es eben schnell geht. Kurzfristig wird nichts teammäßig gehen, aber ein Stefan Kraft, Einzelsportler, der kann auch bei Olympia auch Gold holen. Also der ist ja nicht so schlecht. Was mich ein bisschen bedenklich stimmt, dass die Kurve auch ein bisschen nach unten geht. Zakopane, 15. Platz. Ja. Es war nicht nur der Wind. Ja, ja. Klar, ich weiß, Zakopane war generell ein bisschen problematisch. Kamil Stoch völlig unter Wert weggegangen. Skispringen ist halt auch, wir müssen uns immer wieder dran gewöhnen, ein bisschen Lotterie. Ja, es ist halt eine Outdoor-Sportart, könnte man sagen. Ja, es ist klar. Fünf Euro. Ja, für deine Stiftung, oder? Für die Phrasenschwein-Stiftung. Ja, aber so ist es nun mal. Und ich gehe von aus, dass das in Kamil Stoch in keinster Weise aus der Bahn wirft, weil die Form hatte ja, das war einfach mal wirklich nur Pech an der Seite. Aber man sieht eben auch, das kann eben in Korea auch passieren. Wir wissen nicht, wie die Verhältnisse dort sind. Und dann ist eben das Feld trotzdem so eng beisammen. Wenn das nicht zusammenpasst, dann ist einer der weltbeste Springer, zu der Zeit hatte er ja das gelbe Trikot noch gehabt, ja, ausgeschieden, nicht im zweiten Durchgang, zeigt eben auch, dass die anderen auch nicht so weit weg sind. Aber die Top-Leute eben den I-Punkt noch draufsetzen und ein Stück weiter, ja, vorne sind. Chancen stehen auch relativ frei in Korea. Wer weiß, wie gesagt, keiner kann hundertprozentig sagen, was auf die Springer zukommt. Und es gibt ja auch andere, die viel mehr, viel größere Sorgen haben. Denk an die Finnen, die kommen nicht aus dem Knick, aussichtslos. Die können machen, was sie wollen. Und irgendwann, ja, da wird im Kopf schon das Handtuch geworfen. Das kann gut sein. Auf der anderen Seite muss man das auch ein bisschen differenziert betrachten aus meiner Sicht. Denn das finnische Team, sie haben zwar einen Janne Ahonen noch, der vom Namen her mitlebt, der seine wievielten Olympischen Spiele macht? 7., 8. vielleicht sogar. Und der kann allerdings den Jungs vielleicht nur aus seiner Erfahrung was bringen. Also der wird nicht mehr explodieren. Und die anderen sind noch nicht so weit. Sie haben sicher das ein oder andere Talent, aber sie brauchen noch. Sie fahren dorthin, ohne ihnen zu nahe zu treten, um Olympia, den olympischen Gedanken teilzunehmen. Da den es eigentlich gar nicht mehr gibt, aber sie praktizieren ihn. Mitzunehmen. Aber ich will da den Ball zuspielen. Zwei dieser Altvorderen. Der eine, der tut sich manchmal vielleicht ein bisschen Selbstleid. Und der andere, von dem wir das schon gedacht haben, der wird zuletzt auf den großen Schanzen Dritter und Fünfter namens Simon Ammann. Olympia ist da. Geht das so weit, dass er noch mitmischt? Naja, so weit hergeholt ist es gar nicht. Auf jeden Fall hat sich der Simi mit seinen Trainern zusammen in eine Form gebracht, auch mit technischen Details, die vielleicht jetzt dieses Jahr nicht so gefruchtet hatten. Siehe Qualifikation Garmisch-Partenkirchen mit dem Schuh hat nicht so gefruchtet wie der Bindungsstab zum Beispiel 2010 in Vancouver. Das muss man mal abwarten, aber das ist, wie gesagt, ein Tag. Sind zwei Sprünge. Ja. Und der Simi ist in einer Form, wo das auch mal hinhauen kann. Mittlerweile kriegt er auch bessere Noten, weil er einen Telemark besser setzt. Er deutet ihn an. Im Schnitt, wenn es nicht zu weit geht, kriegt er eine 18,5. Das ist absolut im Rahmen. Und weitmäßig hält er mit. Genau. Und er war ja auch im Sommer drüben, hat sich mal alles angeschaut, ist die Wege abgegangen. Zum Springen ging es zwar nur auf der kleinen Anlage, aber hat sich dort schon mal angefreundet mit den ganzen Gegebenheiten. Und da sieht man eben, was für ein Profi er ist. Und ich weiß es gar nicht ganz genau, aber ich glaube, die sind sogar auch in Sapporo, sind ja viele in Japan drüben, um sich schon anzugleichen, Simi akklimatisieren. Und da muss man abwarten. Also abschreiben darf man den Simi auf keinen Fall, aus meiner Sicht. So, dann schließen wir mal den Bogen. Wie gesagt, Sie merken schon, Willingen, das findet jetzt statt, aber ist für uns in der Diskussion nicht unbedingt der Schwerpunkt. Wir werfen den Blick voraus und jetzt zu den stärksten Mannschaften. Norwegen, Polen, Deutschland. Mhm. Von denen kann jeder gewinnen. Meinst du jetzt im Team oder im Einzel? Beides eigentlich. Ich meine auch im Team. Natürlich, beides Team und Einzel haben sie. Ja, weil mittlerweile fast jede Nation hat zwei, die gewinnen können. Klar, Kamil Stoch in Polen. Mittlerweile David Kubacki, wenn er einen guten Tag hat, kann er sicher auch aufs Podest kommen.
Stefan Hula ist vielleicht so einer, den man etwas unterschätzt. Also er hat ja gezeigt in Zakopane, dass er sich richtig toll entwickelt hat. Also da kann es auch mal einen Außenseiter-Sieg geben. Mir fällt da spontan in Rok Benkovic ein, 2005 bei einer Weltmeisterschaft. Richtig, ja. Der vorngesprungen ist, Aufwind, hinten alle Rückenwind, hat es dann durchgebracht. Also das kann durchaus passieren. Im deutschen Team logischerweise Richard Freitag, Andy Wellinger. Die beiden sind immer in der Lage, aufs Podest zu springen, auch Gold zu holen. Außenseiter vielleicht etwas an Markus Eisenbichler. Das kann auch passieren, aber von der Papierform her, klar, Daniel André Tande bei den Norwegern, Johan Forfang. Also da, vor allen Dingen auf der großen Schanze. Ja, ja, da kann, ja. Also da ist das Feld so eng beisammen und das macht ja auch die Spannung aus, den Reiz aus. Gerd, was die Popularität angeht, es gibt oder gab in Polen eine nicht ganz ernstzunehmende Umfrage. Präsidentenwahl, wenn jetzt Präsidentenwahl wäre und Kamysz doch würde kandidieren, was denkst du, was da rausgekommen ist? Ja, wahrscheinlich 78% hätten ihn gewählt, weiß nicht, in der Richtung, oder? Ja, ja, also auf jeden Fall in Polen. Er ist unglaublich, der kann sich nicht auf der Straße sehen lassen, das ist ein Phänomen, aber das hat er sich alles ersprungen und erarbeitet. Natürlich, aber es ist ja auch schön. Ich glaube nicht, dass es immer nur Last ist. Also es ist ja auch eine Anerkennung, dass man sich über Jahre erarbeitet, also mit den Erfolgen, also erstmal sich in die Form zu bringen, die Erfolge zu feiern. Und Kamysz Doch ist einer der Top-Favoriten. Ich meine, ja, er hat die zwei Goldmedaillen in der Tasche von Sochi, also den Druck hat er jetzt in dem Sinn nicht. Natürlich will er es wiederholen, aber er hat ja auch gezeigt, dass er den Verschanzentourneetitel wiederholen kann. Und ja, er ist jetzt allerdings mit seinem Team in der Lage, auch um die Teamgoldmedaille zu springen. Nicht zu vergessen, sie sind Teamweltmeister geworden. So ist es. Und da ist natürlich für ihn ein ganz anderer Teamgeist, ein ganz anderer Teamspirit, also im Vergleich aus meiner Sicht zu vor 4 Jahren gegeben. Und das wird schon ein großes Ziel auch des polnischen Teams sein, den zu holen, den, oder die Goldmedaille zu holen. So, Gerd Siegmund, zum Schluss, Fachfrage, liegt Willingen günstig vor Olympia? Da könnten wir die nächsten 10 Minuten drüber füllen. Also ich habe ja den Kalender, den vorläufigen Kalender schon gesehen gehabt. Dann gab es ja noch ein paar Umstellungen da, also wo er dann beschlossen worden ist. Ich war schon sehr überrascht. Auf der anderen Seite, vor 4 Jahren war es, glaube ich, Willingen auch davor, vor den Spielen. Es ist natürlich, da waren 14 Tage dazwischen. Es ist natürlich immer die Frage, also aus deutscher Sicht, du kannst den Weltcup nicht auslassen. Geht natürlich nicht. Dann ist natürlich die andere Seite, wenn man wie Kamysz Doch den Gesamtweltcup auch gewinnen will, zwingt ihn an Richard Freitag, auch an Andreas Wellinger, der ja nicht so weit weg ist, die beiden zwingen ihn, hier anzutreten. Man hat da in Willingen einen taktischen Schachzug gemacht, auch aus meiner Sicht, also mit der FIS alles super abgesprochen. Man hat nicht ein Teamspringen und ein Einzel. Dann wird es vielleicht noch anders aussehen, dass ein paar Nationen vielleicht dann wirklich ausgelassen hätten. Aber somit sind 2 Einzel, es geht um 200 Punkte im Optimalfall. Ja. Und da ist es natürlich schon, der eine zwingt den anderen, hierher zu kommen, um die Punkte nicht zu verlieren. Und das andere Beispiel, Österreicher sind in Planitzer zum Training, können dort alles abstimmen. Ein paar andere Nationen werden auch nicht mit den Top-Leuten da sein. Schlauer ist man immer erst dann in Korea. Ja, das ist richtig. Also das, wer dann oben steht, hat alles richtig gemacht. So ist es. Aber ich sag mal, es hat sich auch ein bisschen verändert aus meiner Sicht, das Springen. Also es wird gar nicht mehr so viel trainiert zwischendurch, wie vielleicht zu meiner Zeit oder zu den Zeiten von Jens Weißflog auch noch. Also Mitte der 90er hat man doch noch mehr Wert auf, wie es der Rainer Tess gesagt hat, unmittelbare Wettkampfvorbereitungen gelegt. Und mittlerweile springt man es doch etwas mehr aus dem Training raus. Ich habe mit dem Steff Hongerer vor 2 Wochen mal telefoniert, sage ich, kommt ihr denn eigentlich nach Willingen? Er sagt dann, ja, was sollen wir denn sonst machen? Eine ruhige Kugel schieben, zuschauen, wie die anderen springen. Also ist auch vielleicht eine Philosophiesache oder wie die Teams auch in Form sind. Also Okay, das war der Auftakt aus dem Kurhotel Hochsauerland 2010 mit dem Gerd und mir. Wir werden uns ein paar Mal melden vor den Olympischen Spielen mit diversen Interviewpartnern. Okay, Gerd? Ja, dann lass uns angehen. Natürlich. Freuen wir uns auf Willingen 2018.